Jo. Wir sind direkt wieder zurück. Okay. Ich werde in diesem Deck, ach, in diesem Part dieses Deck spielen. Halbe Stunde lang. In der nächsten Runde spiele ich den hier wahrscheinlich. Interessant. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you.
Oh shit. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Die ist ja super krank. Twilight Prophet. Ich habe dann auch noch wahrscheinlich die teuerste Karte im Deck gezogen. Übel. Man muss ein bisschen in Fahrt kommen, wie es halt so ist in diesen Themendecks. Aber wenn es läuft, dann läuft's. Oh, das gleiche Deck. Sumpf noch sehr gut.
Ups, ich hätte angreifen können. Scheiße. Schon hat er wieder 4 Karten auf der Hand. Bullshit. Cool.
Er hat nur Länder auf der Hand, ich habe nur Länder auf der Hand. Und er hat keinen Bock mehr. Okay. Jo. Hätten wir den Win in der Tasche. Next. Next. Noch so knapp 10 Minuten. Das ist okay. Das behalte ich, ja. Ich könnte einen Wald gebrauchen, aber... Na gut. Das passt schon irgendwie. Ich glaube, er ist ein bisschen im Nachteil. Er hat halt Karten, um meine Kreaturen zu kontrollieren. Denke ich mal, blau halt. Aber ich werde relativ viele Spam. Denke ich mal. Werde ich den dann spielen oder den? Dann kann ich das Land spielen. Ach, ich kann mit allen um. Kann er machen, was er will. Okay. Fünf Länder. Also die spiele ich erst bei 6 Ländern. Ja. Das will ich mir schon gönnen.
Und dann das. Also das jetzt als nächstes wahrscheinlich, wenn ich nichts Gutes ziehe. Okay. Interessant. So, der könnte eins von meinen Monstern blocken. Hätte ich ein Problem damit? Eigentlich nicht. Okay. Ist okay. Noch ein Match schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Weil das Deck relativ langsam ist. Das heißt, relativ ist es langsam. Es dauert. Das schmeißt er ab. Okay. Sein sechstes Land. So. Oh, er spielt einen zweiten. Interessant. Also in der nächsten Runde kann ich den mit Kicker einsetzen, wenn ich Bock habe. Wieso? Ah, ich hatte keinen Mana mehr. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Aber ich hab noch ein bisschen Backup. Drei Karten in der Hand. Was soll er damit machen?
dauert schon das Match. Bastard. Ich kann nicht rein, oh nee. Damit kann ich leben. Komm, Mr. W. Er will nicht. Ne. Der hat keinen Bock mehr. Relativ erledigt, weil ich diese Karte hier habe. Ich mag solche Kartenspiele auch in echt. Ich habe echt fast nur so kartenbasierte Brettspiele. Terraforming Mars ist jetzt kein Sammelkartenspiel oder halt so Duell, aber es ist kartenbasiert. Ansonsten Hero Realms, ansonsten Epic, The Card Game, Sushi Go, Party. Ja, sonst. Vier. Müsste ich ja noch zwei übrig haben, ja. Im Prinzip muss ich ja jetzt nur noch abwarten und mein Twilight Prophet am Leben erhalten. Ich habe noch eine Karte auf der Hand. Ich habe noch hier den Tender Shoot Dryad. Oh shit! Ach du Scheiße. Die ist ja super krass. Noch besser als ja, weiß ich nicht, ob es besser ist, aber ach du Scheiße.
Was? Alter, ey. Das ist super krass. 2-2. Das ist echt übel. Also wenn er da noch rauskommt, kann er ja gar nicht. Er hat nichts auf der Hand. Ich habe hier 6 Kreaturen. Er hat 4, das heißt 2 müssen durchkommen. Und 2 sind mindestens 5 Damage. Das war's mit auch diesem Part. Hat etwas länger gedauert. Das Match war doch sehr zäh. Das Deck ist so eine Sache. Okay, ich schau mal, was ich als nächstes spiele. Die beiden hatte ich jetzt. Ich würde sagen, das hier. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt noch ein Part aufnehme oder ob ich was anderes mache. Ich glaube, ich räume ein bisschen auf hier. Ja. Aber das sollte ja euch egal sein. Ihr seht ja den Part, den nächsten so oder so. Vielen Dank. Bis dann.